Ja, Leute, willkommen zurück zu dem Finale von Fire Emblem Radiant Dawn. Beim letzten Mal hat sich uns noch Sephiran, respektive Leran, in den Weg gestellt, den wir relativ problemlos beseitigen konnten. Das Kapitel war recht einfach, aber ist immer wieder dazu gut, alle Einheiten auf Level 20 zu bringen. Wir haben es bei fast allen geschafft. Ena und Tiban mussten etwas zurückstecken, sind nicht ganz auf ihrem Maximallevel. Aber das ist auch nicht weiter schlimm. Und jetzt widmen wir uns dem endgültigen Finale von Fire Emblem Radiant Dawn. Leran, ich werde diesen Plan nicht tolerieren. Hört mich an, Göttin Ashera. Yunes Gefangenschaft im Medaillon verändert euch langsam. Ordnung und Chaos, diese beiden Elemente werden in euren Wesen vereint. Diese Teile müssen sich gegenseitig bedingen. Dennoch darf Yune nicht zurück in diesen Körper. Sie gefährdet meine Perfektion. Und nur perfekt kann ich die Welt schützen. Wie ich es schon gesagt habe, Yune muss zerstört werden. Ashera, das dürft ihr nicht tun. Ohne euren Gegenpart ist euer Überleben unmöglich. Bitte tut das nicht. Diese Welt braucht euch noch. Leran, du bist mir schon immer ein kluges und gutes Kind gewesen. Dir zur Hochachtung werde ich ein letztes Mal an deine Art glauben. In den nächsten 1000 Jahren werde auch ich schlafen. Und ich möchte in einer von Frieden und Ordnung geprägten Welt erwachen, in der alle Wesen, die in ihr leben, gleich sind. Finde ich so eine Welt vor, dann weiß ich, dass du mich gut beraten hast und du wirst für deinen Rat belohnt werden. Yune darf dann ebenfalls zu mir zurückkehren. Wieder werde ich die Göttin der Schöpfung sein, unversehrt und vollendet. Ashumera, die Göttin des Lichts. Der Name, den mir deine Ahnen vor so langer Zeit gaben. Gern würde ich ihn wieder hören. Bedenke aber, wenn in diesen 1000 Jahren das Chaos des Krieges ausbricht und Yune in ihrem Medaillon erweckt, werde ich wissen, dass deine Art den Weg verlassen hat. Und so wie euer Erfolg belohnt würde, wird euer Versagen bestraft. Und dann werde ich über euch richten. Für eure Sünden werdet ihr zahlen. Jeder einzelne von euch. Im Namen unserer Völker schwören wir, dieses Abkommen zu ehren. Kein großer Krieg wird für 1000 Jahre Beorg und Lagus spalten. Das schwören Altina für die Beorg, Degincea für die Drachen, Soan für die Raubtiere, und ich, Leran, für die Vögel. Ob ihr glaubt, dass ihr in diesen 1000 Jahren eine Welt erschaffen habt, die die Grauen des Krieges hinter sich gelassen hat? Oder ob ihr glaubt, dass Hoffnung auf Erlösung für diese Welt erloschen ist? Ihr dürft das Galdra der Befreiung singen und uns beide damit erwecken. Eure Erben werden diese Fähigkeit ebenfalls besitzen. Singt es, um uns zu wecken, und erzählt eure Geschichte. Erzählt, was ihr, während wir ruhten, gemeinsam aufgebaut habt.
Wir werden euch anhören und gerecht und unbefangen über euch richten. Dies ist unser Abkommen mit euch. Sie ist es. Ashera. Ashera, ich bin es. Yune, kannst du mich hören? Bitte, bitte hör mir zu. Du musst nicht mehr über die Welt richten. Du kannst die Lagus und Beorg wieder zurückverwandeln. Das kann ich nicht. Es gibt in meiner Welt immer noch Wesen, deren Natur fehlbar ist. Diese unvollkommene Welt ist jeder Kontrolle entglitten. Jetzt werde ich mein endgültiges Urteil fällen. Warte, du kannst die Bedingungen des Pakts nicht einfach so verletzen, Ashera. 1000 Jahre sind noch nicht vorbei. Wir sind nicht vom Krieg aufgeweckt worden, sondern von einem Galdra. Das ist ohne Bedeutung. Während ich schlief, kämpften Beorg und Lagus immer weiter. Nie werden die Kinder des Blutes lernen oder wachsen. Die Zeit vergeht unverändert und genauso unverändert bleibt auch das Schicksal der Sterblichen. Du musst tiefer blicken. Das erste Urteil verwandelte nicht jeden zu Stein und ich kann dir auch sagen, warum. Diese Lebewesen sind nicht die Art von Lebewesen, die wir kennen, Ashera. Sie sind zu etwas Neuem geworden. Die Tsunanma sind die einzigen Wesen auf dieser Welt, die wir nicht erschufen. Tiere entwickelten sich zu Tsunanma und diese wurden zu Lagus und Beorg. Diese Evolution setzt sich heute fort. Ashera, ich erzähle dir ein Geheimnis, das du noch nicht kennst. Aus einer Beziehung zwischen Lagus und Beorg können Kinder entstehen. Es gibt immer noch sehr wenige, aber wenn man dies zulässt, dann könnten Sterbliche zu allem Möglichen werden. Wenn die zwei Rassen sich weiterentwickeln, dann kommt sicher etwas ganz Wundervolles hervor. Dem kannst du noch nicht einfach ein Ende setzen. Du solltest dir nicht so sicher sein. Die Kinder dieser Welt sind aus Chaos geboren. Nichts könnte unsicherer sein. Die Welt bedarf keiner Evolution. Es ist meine Aufgabe, die Ordnung und das Gleichgewicht aller Wesen zu wahren. Lebewesen, die sich ohne meine Weisung entwickeln, bringen Instabilität und stellen eine Bedrohung für die Welt dar. Deshalb musst du als Fleischliche von dieser Welt entfernen? Alles Fleischliche? Willst du das damit sagen? Na schön. Du und ich, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Mir bleibt nur noch eins zu tun. Dich zu besiegen. Yune, sei nicht albern. Du kannst mich nicht besiegen. Ebenso wenig, wie ich dich besiegen kann. Du hast recht. Aber sie können es. Hör zu, jetzt ist es an der Zeit. Besiegt Ashera oder alle, die ihr liebt, werden für immer versteinert bleiben. Diese Leute haben deinen Segen, Yune. Du willst mich wirklich bekämpfen? Ashera, unsere Göttin, dieses ist die Welt und wir sind die Völker, die ihr erschaffen habt. Ihr lasst es so klingen, als seien wir dreckige Kreaturen, die sich hier einfach niederließen, um Ärger zu machen. Eik, das hättest du auch anders sagen können. Wir sind nicht perfekt. Manchmal sagt unser Gehirn uns eine Sache und die Gefühle sagen etwas anderes. Und Krieg, je mehr wir ihn zu vermeiden suchen, desto schlimmer ist es, wenn er schließlich beginnt. Wahrscheinlich sind Sterbliche die dümmsten Wesen auf dieser Welt. Aber irgendwie seid ihr auch die reizendsten. Eure Fehler und Makel machen euch so interessant. Sie sind den unseren sehr ähnlich. Dass wir Fehler gemacht haben, wissen wir. Wir werden unser Bestes tun, um weitere Kriege zu vermeiden. Frieden soll unsere oberste Priorität sein. Ashera, gebt uns noch eine Chance, nur eine einzige noch. Ich soll mein Urteil aufheben? Die Göttin der Ordnung kann nicht so wechselhaft sein. Mein Urteil steht fest.
So soll es dann also sein, was? Dann werden wir kämpfen und unsere Völker retten. Schließt euren Frieden mit, was auch immer ihr Götter anbeten mögt. Euer Ende steht bevor. Mein Ende steht bevor? In jedem Kampf in meinem Leben, der wichtig war, war ich immer derjenige, der am Ende noch aufrecht stand. Ganz egal, wie es um meine Chancen vorher bestellt war, diese Schlacht bedeutet noch mehr als alles andere. Denn in ihr geht es um das Leben jeder einzelnen Person, die mir jemals wichtig war. Ich werde gewinnen. Okay, es geht los. Natürlich brauchen wir bei Truppen wieder nicht zu gucken. Wir nehmen alles mit, was wir haben. Alle 17 Einheiten. Rüsten. Wir wollen noch Bonuserfahrung verteilen. Ein bisschen haben wir ja, aber wir haben ganz schön was bekommen. Dann bringen wir Tiban auf Level 40. Und den Rest bekommt Ena. Stärke, Glück und Verteidigung. Na, immerhin das Glück auf Maximum. Alles andere, Stärke, Fähigkeiten, Geschwindigkeit nah dran, Verteidigung nah dran. Ich habe jetzt meine Zettel nicht da, die hole ich auch nicht. Sieht aber aus, als würde überall nur ein Punkt fehlen zum Maximum. Also auch Tiban hat sich gut entwickelt. Kann man nicht anders sagen. Dann fehlt nur noch Ena. Mal gucken, wie weit wir Ena kriegen. Ich denke, 40 könnte sogar klappen. Und dann haben wir alle Einheiten auf Maximum. Sehr schön. Hat doch perfekt hingehauen. Stärke, Glück, Verteidigung. Wow, Ena hat schon viel auf Maximum. Wahrscheinlich alles außer Stärke, Glück und Verteidigung. Deswegen wird jetzt auch nur noch das gelevelt. Bisschen Stärke kann Ena nichts schaden, weil ihr Schadensoutput doch eher gering ist. Und die letzte Bonuserfahrung wird verteilt und wir haben sogar noch was übrig. Das ist doch prima. So, was haben wir jetzt alles auf Maximum, Ena? Okay, nix mehr. Stärke fehlt ganz schön was. Ja, fehlt überall ganz schön was bei den drei Werten noch. Aber wir haben alle Einheiten auf ihrem Maximallevel. Fähigkeiten. Ach, Moment mal, bei Items. Irgendwer hatte doch noch... Wie haben wir denn letztes Mal noch eine Fähigkeit? Ach, das Rudoljuwel gucken wir uns erstmal an. Mysteriöses magisches Juwel, das die Abwehr des Trägers um 10 erhöht. Joa. Läuft. Verteidigung von 24. Ist auch fix bei Sanaki. Kann also niemand anderes verwenden. Oder? Jupp, genau. Wer hatte denn noch? Ah, Rezon. Das wollte ich doch einfach nur noch ablegen. Da müssen wir hier waffentechnisch nichts mehr machen. Können wir alles so lassen, wie es ist. Bei Kurt Naga müssen wir jetzt mal ein bisschen angreifen und sehen, dass wir das Waffenlevel noch auf S+ bekommen, dass er noch ein bisschen stärker wird. Dass wir auch möglichst alle echt auf ihrem Maximum haben und wirklich am Limit haben. Und dann sind wir... fertig. Viel mehr gibt es hier tatsächlich nicht zu tun. Wir können noch mal kurz gucken. Schicksal, Elite und Wache haben wir noch. Das sind Fähigkeiten, die wir hier nicht brauchen. Also können wir uns auch das sparen. Unterstützung gucken wir noch mal, ob wir noch irgendwo was hinkriegen. Jawohl. Sanaki und Nolan gehen noch auf A. Und Rezon und Tiban auch. Sehr schön, haben wir auch die Supports alle noch auf A bekommen. Bis zum großen Finale. Infogespräche gibt es keine. Das heißt, wir positionieren uns mal so, dass wir die Einheiten mit hoher Reichweite nach hinten verfrachten. Hoppala. Da solltest du doch hin. Oh, na, wo klicke ich denn rum?
Razor mal irgendwie in die Mitte. Ist eigentlich relativ egal. Du kommst nochmal nach vorne. Und Mia noch nach vorne. Oh, hier steht ja Soren rum. Da stellen wir mal Brom hin. Was mache ich hier eigentlich? Das ist eigentlich völlig egal. Weil wir uns sowieso erstmal dann formieren müssen. Und das ja, muss ich sowieso noch sehen, wie ich das mache. Gucken wir uns die Lage an. 12 Richter. Hier sind wieder Animi. Und Ashera hat eine Schutzaura, die wir erst angreifen müssen, bevor wir Ashera angreifen können. Gucken wir uns Ashera an. Ashera ist die Göttin der Ordnung. Ashera hat eine Resistenz von 50, eine Verteidigung von 35. Und Ashera steht auf einem Heilstein. Ashera hat 120 KP. Richter 50. Übernatürliche Kraft der Göttin. Ihre Angriffe besitzen unzählige Formen und Wirkungen. Kann ziemlich reinhauen. Müssen wir aufpassen. Alle Waffenlevel, die nötig sind, auf S+ natürlich. Und die Fähigkeit Gnade. Das heißt, wie bei Deginzea können wir Ashera nur mit gesegneten Waffen angreifen. So ist es. Und ihre Auren geben, glaube ich, Schaden zurück. Die Hälfte des erhaltenen Schadens wird auf den Angreifer reflektiert. Deswegen sollten wir uns um die Auren hier mit unseren Negationseinheiten kümmern. Also mit Tiban, mit Ike und mit Rolf. Und um die Animi kümmern wir uns dann mit allen anderen Einheiten. So der Plan. Hier müssen wir jetzt keine Level mehr machen, keine Erfahrung mehr sammeln. Hier werde ich jetzt so schnell wie möglich einfach versuchen, Ashera in die Knie zu zwingen. Mal schauen, ob es klappt und wie schnell es klappt. Magiewallfelder, greifen die denn? Die Frage ist, ob Ashera immer mit Magie angreift oder auch mit Stärke. Oder was der Angriff für Schaden macht. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Werden wir gleich alles sehen. Wir speichern hier. Und dann geht's los. Kampf beginnen, ja. Hört mal, gut her. Alle, verdammt, was lese ich denn hier? Wenn wir zu Ashera wollen, müssen wir zuerst die Aura, die sie umgibt, zerstören. Hoppala, da habe ich dem Spiel ja vorgegriffen eben. Verstanden, greift die Aura an. Alles klar, Mann, wir greifen die Aura an. Hab ich denn eigentlich, wo ist sie denn? Stab, der alle umstehenden befreundeten Einheiten heilt. Gut. Schon mal nicht schlecht. Und wir haben ja auch noch Razon. Das heißt, als allererstes gucken wir jetzt mal. Okay, von der Aura gibt es keinen Schaden. Das hat aber lang gedauert. Habe ich jetzt Ashera angegriffen? Ich trottel. Statt die Aura. Nee, ne? Und hat Ike einfach nur verfehlt. Da verfehlt der Ike einfach. Wo ist denn Rolf? Hier ist Rolf. Heilstein. Stell ich mal hier hin. Und mach hier mal Action. Die Auren haben auch 90 KP. Ziemlich übel.
Tiban, verwandle dich mal. Ach, scheiße, jetzt können wir wieder nur warten. So, jetzt gibt's die Hälfte des ausgeteilten Schadens zurück von den Auren. Lieber Brom. Stell dich mal hier hin. Verteidigung hast du genug. Der würde 17 zurückkriegen, vorausgesetzt er trifft zweimal. Als allererstes will ich mich mal hier hinten mit Mikaya um die Anime kümmern. So. Und Soren, du kommst doch, kommst du. Soren mal hier hin. Und den schon mal umgehauen. So, einer weniger. Dann. Kurt Naga mal nach hier. Und verwandeln. Und Angriff. Triffst du? Das wäre super. Jawoll. Perfekt. Und ganz nach hinten kommen wir selbst. Doch, kommen wir mit Elincia. Super. Und sie macht sogar 2x20 Schaden. Und setzt Starre ein. Das finde ich jetzt gerade ziemlich gut. Und ach, da war der Waffenlevel auch noch gar nicht auf S+. So. Große Frage, die sich stellt. Wie platzieren wir jetzt die restlichen Einheiten? Oder lassen wir erstmal alles so, wie es ist? Ena, du kannst auf jeden Fall schon mal das Lagus-Juwel verwenden. Und Rayson ebenfalls. So, hätten wir das. Du bleibst auch mal hier stehen. Oscar. Müsste ja jetzt 7 oder 8 Schaden bekommen. Was bei Oscar aber nicht weiter wild ist, da Oscar ja Inspiration am Mann hat. Deswegen warte ich auch mal hier. Genauso können wir für solche Dinge auch Nolan nutzen. Weil auch Nolan Negation hat. Inspiration hat. Und die 10 auf jeden Fall wieder hochheilt im nächsten Zug. Die restlichen Einheiten lasse ich, glaube ich, erstmal. Nee, lasse ich nicht. Ach doch, muss ich stehen lassen. Oder lasse ich stehen. Du kannst mal nach hier hinten gehen, um den Support da zu nutzen. Eine Fine, wo ist ein Brom? Ach, Brom haben wir, mit Brom haben wir noch gar nichts gemacht. Darahan, flatter mal nach hier. Mia. Mia würde ordentlich Schaden bekommen. Und alle Heiler habe ich schon gezogen. Also werde ich es erstmal alles so lassen. Okay. Ja, wir müssen unsere Angriffe mit allen auf eine
auf ein Schutzding konzentrieren. Auf eine Aura. Boah. Boah. Alter Schwede. Okay, die Angriffe sind heftig von Ashera. Die sind kein Problem. Okay. Wir speichern das ab. Kurt Naga. 38. Und wer kommt da noch dran? Komm, machen wir mit Elincia. Ne, machen wir nicht. Elincia brauchen wir zum Heilen. Elincia brauchen wir ganz sicher zum Heilen. Dann macht Nolan das. So. Nummer 1 hätten wir damit. Sothe. Gut, Sothe. Sehr gut. Da, oh mein Gott, also. Konzentrieren wir uns mal auf eine Aura jetzt. Jetzt triff mal bitte. Danke. Gut. Rolf. Gut, und jetzt müssen wir hoffen, dass Tiban hier reinhaut. Und das ist noch nicht mal die Einheit, die Aura, die auf dem Protego-Feld steht. Ah, Tiban doppelt. Das ist einfach so gut. Tiban ist hier einfach mit Negation so wichtig. So, erste Aura kaputt. Ziemlich gut, finde ich das. Dann stell dich mal hier hin und warte. Oscar. Den Schaden sagst du nochmal ein. Und reitest mal ganz an den Rand. Und wartest mal hier. Du singst nochmal auf Ike und Tiban. Und fliegst nach hier. So, wie machen wir das jetzt mit der Heilung?
Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn das hier behoben ist. Bis gleich, Leute. So, da sind wir wieder und wollten hier mal gucken, wen wir denn mit dem Purgativstab heilen. Ich plädiere für Rolf. Dann gehst du mal nach hier. Und heilst mal... Ich neige fast zu Rayson oder Sanaki. Rayson, weil wir den nicht mehr bewegen können. Und Darahan. Du wartest mal hier. Und Sanaki, du wartest auch mal hier. Wirfst aber ein Heilmittel ein. Gut. Mit Mia gehe ich jetzt mal nach oben, also auch vor dem Hintergrund, dass eventuell von allen Seiten irgendwann mal Anime kommen. Und dann hätte ich da einfach gerne auf jeder Seite gute Einheiten. Braum und Nefine lasse ich jetzt erstmal hier stehen und ja, Ena auch. Jetzt können wir nur noch mal gucken. Moment, hier rechts ist ja schon eine angeschlagen. Brom. 2x7. Toll. Nefene. 2x3. Protego-Felder. Schon übel. Boah. Wie böse, ey. Probieren wir es mal so. Vielleicht sollten wir es folgendermaßen machen. Ena mal hier hinstellen und Enas Rotwut mal nutzen. Bei Tiban ist es gerade egal. Oh, Tiban schafft es fast. Gucken wir mal, die Aura werden wir jetzt noch zerstören. Dann kriegt halt noch irgendjemand Schaden. Aber die 6 Punkte, die geben, die ziehen wir hier auf jeden Fall noch ab. Tiban, du wartest mal hier. Dann wollte ich aber mit Elinchia hier hin. Und wollte den Stärkungsstab nutzen. Was heißt denn eigentlich alle umstehenden Einheiten? Reichweite 1 bis Magie durch 2. Okay, den müssen wir öfter nutzen. Ich dachte jetzt, weil umstehende Einheiten, dass nur die, die wirklich genau die Felder drumherum stehen, geheilt werden. Aber das scheint nicht so zu sein. Das ist ja gut zu wissen. So, Brom. 100% 16 Schaden. Du darfst, mein Guter. Oder haben die auch die Fähigkeit Gnade? Nee, ne? Doch. Haben sie. Und ich habe nicht mit einer gesegneten Waffe angegriffen, ich Trottel. Das holen wir jetzt nach.
hab so ein bisschen Schiss vom nächsten Angriff von Ashera. So, die drei Schaden, die sollten jetzt nicht so entscheidend sein. Aber zwei von acht Auren sind zerstört.